Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 90 Sekunden Hoffnung, der Videopodcast rund um Christ und Politik. Mein heutiger Gast ist Markus Grübel aus Esslingen in Baden-Württemberg. Er ist Notar und seit 2002 Bundestagsabgeordneter. Seit 2018 ist er Beauftragter der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit. Lieber Herr Grübel, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. In der aktuellen gesellschaftlichen Situation, was beschäftigt Sie da? Welchen Rat möchten Sie uns weitergeben? Ich höre immer wieder, Religion hat keine Bedeutung mehr. Religion hat keine Bedeutung mehr in Deutschland. Religion ist eine Kinderkrankheit der Menschheitsgeschichte, als die Menschen sich nicht erklären konnten, wo Krankheiten herkommen oder Wetterphänomene. Dem widerspreche ich. Religion hat Bedeutung, Religion hat sogar große Bedeutung. Wir sehen das auch in vielen Politikfeldern, zum Beispiel der Friedensverantwortung der Religionen. Jede Religion hat im Kern eine Friedensbotschaft. Erinnern wir uns daran? Oder Bewahrung der Schöpfung? Denken wir an die Klimaziele, die wir verbinden können mit Religion, Bewahrung der Schöpfung. Oder Religion und Entwicklung, wie wir Entwicklungsmaßnahmen mit religiösen Autoritäten voranbringen. Darum sage ich, Deutschland ist ein religiöses Land. Stehen wir uns zu unserer Religion und zu unserem Glauben. Vielen Dank für Ihren engagierten Beitrag. Ich wünsche Ihnen für Ihre weitere politische Arbeit alles Gute. Und an euch alle kann ich nur wiederholen, was unser Religionsfreiheitsbeauftragter gesagt hat. Deutschland ist ein religiöses Land. Stehen wir zu unserer Religion und zu unserem Glauben. Macht's gut.